Als ich 14 war, fand ich im Keller eine 08. Die hatte wohl mein Alter aus dem Krieg mit heimgebracht. Französisches Armee-Modell, 3 Stunden rumgepriemt. Hab ich, bis ich wusste, wie man das Ding bedient. 3 Tage in der Hosentasche, den Colt und bis zum Hals. Ging der Herzschlag beim Berühren des kalten Metalls. Der 4. Abend sah mich dann auf meinem langen Weg. 12 Marken Brot, ein Atlas und die Pistole im Gepäck. Meine Reiseroute hieß Hamburg, Paris, Saigon. Doch am Westgrenzenübergang, da hatten sie mich schon. Deshalb blieb mein Posten bei der FNL noch leer. Dafür hatte ich eine Zelle und die Nacht war tränenschwer. Seitdem steh ich mit gestutzten Flügeln auf dem Dach. Starre nachts den Vögeln und den Weltraumschiffen nach. Eine Hälfte meines Herzens fliegt mit um die Welt. Die andere Hälfte ist es, die mich hier gefangen hält. Hier in dieser Heimat, die nach Brot und Frieden schmeckt. Hier, wo man sich müde, doch lebendig schlafen legt. Hier doch, wo doch mein Platz im Kampfe wäre, sagt man mir. Doch man kommt doch ohne Kampf zu Frieden, Brot und Bier. Aber eines Tages schneide ich mein Herz in zwei. Lass die fast gewachsene Hälfte hier und fliege frei. Lasse, was ich hab und weiß den Tag des Todes schon. Blute, lach und sing und bin Soldat der Revolution.